Fresse. Seite stehst du überhaupt? Ich bin bereit für die nächste Runde. Das wäre unklug. Wieso das? Glaubt ihr denn, ich hatte Angst? Nein, nicht. Gebt ihr auf? Niemals! Wie gefällt euch das jetzt? Alter. Was hat das zu bedeuten? Captain. Ich verlange eine Erklärung, Mr. Kenway. Diese Miet, wir haben nur etwas Sport gemacht zum Zeitvertreib, Captain. Warum vertreibt ihr eure Zeit nicht mit eurer gottverdammten Arbeit? Ich wusste nicht, dass ich euch fürs Herumfallen bezahle. Ich muss mal kurz in Bewegung machen. Auf ein Wort bitte, Mr. Kenway. Du auch? Ja, ich auch. Ja. Oh, fast vergessen. Da ist euer Messer. Ein blaues Symbol zeigt ein Verbündeten. Ihr seid mir egal, Mr. Kenway. Ich hatte nur Ärger, seit ihr an Bord gekommen seid. Eure Probleme haben nichts mit mir zu tun. Und womit sonst? Ihr seid ein Stümper, launisch und grausam. Und offenbar hat eure Mannschaft keinen Respekt vor euch. Seht, ich will nicht streiten. Eigentlich brauche ich Hilfe. Ja, das ist gut. Ich vermute, ein paar der Männer planen eine Meuterei. Wirklich? Welche Überraschung. Da ich keinem von ihnen trauen kann, muss ich mich wohl an euch wenden. Und warum sollte ich helfen? Wenn sie wirklich einen Betrug planen, bin ich eure einzige Hoffnung, Amerika lebend zu erreichen. Nun, wie sieht es aus? Wenn ihr die Wahrheit sagt, welche Wahl habe ich denn dann? Danke euch. Aber ich stelle klar, wagt ihr noch einmal, mich zu bedrohen oder zu beleidigen, zögere ich nicht, euch selbst den Hals durchzuschneiden. Verstehen wir uns? Exzellent. Guten Tag. Ja, jetzt ist Zwischensequenz. Ich muss. Ja, oder? Ja. Ich muss das irgendwie jemanden hier irgendwie auch was nachfragen. Abgang? Ja. Ach, gar nichts. Nachfragen, ob irgendwas los ist. Ich sehe was los, ja. Okay. Hey, ich möchte. Mal der Fegt. Den hier. Maler. Aha, der Weg. Der Fall sollte ja den. Im Winter. Hallo, ich bin. Mr. Kenway. Captain. Was immer die Plane. Ich glaube, es wird langsam ernst. Dann gehe ich besser ans Werk. Das ist nicht lustig. Das ist lustig. Ho, 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 ho. Ich weiß, dass es nicht. Was damit versaust du wieder das. Alter. Ich versau gar nichts, guter Dieb. Wo ist der Typ B? Ihr da. Ich habe ein paar Fragen.
Freut mich. Hab aber keine Zeit zum Schwätzen. Vermutlich habe ich euch eh nichts zu sagen. Ihr sucht Informationen? Geht zum Smoothie oder zum Doktor. Die werden immer von allen zugequatscht. Was sagst du, Vitali? So, also. Warum bist du so. Sag mir, warum du so sauer bist, Vitali. Das finde ich nicht lustig, Vitali. Sag mir, warum du so sauer bist. Ich gebe das in ein paar Stunden wieder was. Ich hätte nur Schiffszwieback, falls ihr hungrig seid. Dann soll man nicht die Fresse halten. Eine Frage. Nö. Welche? Hat sich einer der Männer gesagt, was euch komisch vorgekommen ist? Die Jungs heulen wegen den Rationen, als könnte ich dann etwas ändern. Ich drücke euch auf 9. Mein Rat? Ich verstehe F9. Was bedeutet das? Hört immer gerne zu. Und wo kann ich ihn finden? Direkt hinter euch sozusagen. Er sitzt dort auf diesem Fass. Seid ihr James? Hi. Kenway. Hey, dann Kenway. Ich weiß, wer ihr seid. Ich würde euch gerne einen Umfragen stellen. Das dachte ich mir, aber nicht hier. Folgt mir. Also, was wollt ihr denn wissen? Habt ihr etwas Außergewöhnliches bemerkt seit unserer Abreise? Irgendwas, das Anlass zur Sorge gäbe? Einige der Männer haben sich nachts auf dem Oberdeck versammelt. Ich habe nur Bruchstücke aufgeschnappt. Ach, ich weiß also nicht mit Sicherheit, was sie vorhaben. Aber mir schwant nichts. Okay, da sind wir wieder. Es gab ein kleines... Meint ihr, sie planen die Materie? Dass sie den Captain nicht mögen. Mills wollte sie beschwichtigen, aber er kann auch keine Wunder vollbringen. Danke für die Information. Ich möchte nur, dass wir die Kolonien lebend erreichen. Guten Abend, Sir. Ist alles ruhig? Ruhig und still. Genauso wie ich es mag. Was führt euch hier rauf? Nur ein Spaziergang. Die Beine vertreten. Mehr nicht. Aber seid vorsichtig. Auf Deck ist es sehr gefährlich im Dunkeln. Was war das? Da wirft jemand Ladung über Bord. Aber warum? Komisch. Wir haben die Rationen gekürzt und sagt, wir wären nicht ausgestattet für solchen Luxus. Es ist Unrecht, dass ihr die Klamm und Wein gönnt. Wir sind hier noch wirklich fest und Leberkrieg. Seltsam. Äußerst seltsam. 33. Auf den Atlantischen Ozean. Mit ganzen 30. Wir reden ganzen 30 FPS. Hallo, das ist viel.
Neuigkeiten? Jede Nacht dasselbe. Ich bewache ein Gebiet und sie werfen die Fässer von woanders ab. Ich muss ein zweites Paar Augen anheuern. Vielleicht James oder Mills. Warum machen die das? So wie ich das sehe, dienen die Fässer als Markierung. Sie legen eine Spur. Ich fürchte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis unsere Verfolger... Schiff von Achtern! Sie geht in Schussposition! Auf die Posten, Männer! Macht die! Achtung! Alle runter! Das war ein Warnschuss. Sie wollen uns wohl nicht versenken, sondern lieber entern. Bemannt die Kanonen! Macht euch kampfbereit! Und ihr geht unter Deck! Warum? Ich kann helfen, das Schiff zu sichern. Wisst ihr denn, wie man auftakelt, eine Kanone lädt, eine Seeschlacht führt? Nein, das darf ich nicht. Nun geht in eure Kabine, oder muss ich euch bringen lassen. Sichert die Luke! Hathan. Wart ihr schon an Deck? Ein Schiff nähert sich und will uns entern. Unheimlich. Kein Anzeichen für Meuterei. Das ergibt keinen Sinn. Ah, tut es doch. Was meint ihr? Dachtet ihr, ihr könntet so leicht aus London entkommen nach eurem Attentat in der Oper? Dass wir es nicht bemerken? Dass wir euch nicht folgen? Ah, darum geht es hier also. Ergebt euch und ich garantiere, dass man euch ehrenvoll behandelt. Wenn ihr mich ehrenvoll behandeln wollt, gebt mir ein Schwert. Seid ihr sicher, dass ihr das Spiel so spielen wollt? Der ist aber so. Bam! Das habe ich auch getan. Nur, dass Mills mich dort erwartete. Er hat dieses Schiff hierher geführt. Es gab keine Meuterei, nur ihn. Und was wollen die? Mich. Dann sollen sie euch haben. Ist das so? Sie kriegen uns ohnehin. Wir können nichts dagegen tun. Ich hätte eine Idee. Wollt ihr einen Sturm hineinsegeln? Unsere einzige Chance. Das mache ich. Oh Mann, da sind die Wellen an meinem Boot. Tue ich. Schon gut, schon gut. Sprech auf. Sicher! Ich sagte, das ist wahr.
Beruhigt euch. Ich werde mich darum kümmern. Zwei.